Bibi und Tina, Folge 108, Die verlorene Freundschaft. Da Holger eine Woche lang weg ist, übernehmen Bibi und Tina den Reitunterricht des Martinshofes. Es kommen nur zwei neue Ferienkinder, von daher scheint das eine leichte Aufgabe zu werden. Leider jedoch kennen sich die beiden Gastmädchen und sind total verkracht miteinander. Ob es Bibi und Tina gelingt, die beiden zu versöhnen? Na, das klingt doch spannend. Hört mal rein. So, wir zeigen euch jetzt einfach beiden den Martinshof. Genau. Guter Plan. Also dann, bis später. Oh. Zuerst geht's in den Pferdestall. Wir müssen unsere Pferde reinbringen und die Sättel abnehmen. Also los. Kommt ihr? Hier geht's lang. Okay, gut. Ohne jede Begeisterung folgen die zwei Gastmädchen Bibi und Tina in den Pferdestall, beide in gebührendem Abstand zueinander. Und als ihnen dort alles erklärt wird, kommt überhaupt kein Interesse auf. In der Mitte des Stalls ist der Putzplatz. Hier satteln wir unsere Lieben auch. Und da oben seht ihr den Heuboden. Im Sommer schlafen Bibi und ich da sogar manchmal. Rechts und links sind die Gänge zu den Pferdeboxen. Da stehen alle Martinshof-Pferde. Amadeus ist meins, Sabrina das von Bibi. Aber wir haben noch eine Menge andere Pferde. Das sind Pascal, Nora und Topsy. Die Ponys heißen Max und Moritz. Und das hier ist Paulchen. Ja. Hallo, ihr Süßen. Die zwei Frechdachse sind die Fohlen Felix und Fernando. Na, wie geht's? Dort stehen noch das ehemalige Zirkuspony Snoopy und das Shetland-Pony Shetty. So, Amadeus, jetzt nehme ich dir erstmal den Sattel ab. Und dann gibt's eine ordentliche Fellpflege. Genau wie für dich, Sabrina. Hast du die Kardätsche, Tina? Ja, klar, hier. Ihre Boxen haben wir vorhin schon sauber gemacht. Nach dem Striegeln können Sabrina und Amadeus also gleich dort rein. Wer die beiden sind, willst du wissen? Tja, mein Guter, das ist Luisa und das ist Anna-Marie. Sie machen hier Ferien. Sag doch mal guten Tag. Viel sagt ihr ja nicht gerade. Wieso auch? Was soll man denn sagen? Naja, ihr könntet die Pferde begrüßen zum Beispiel. Hallo. Hi. Wollt ihr sie mal striegeln? Luisa? Anna-Marie? Nö. Nö. Du liebe Zeit, sogar Sabrina und Amadeus spüren die Spannungen zwischen den Gastmädchen und sind ganz unruhig bei der Pferdepflege. Luisa und Anna-Marie stehen weiter völlig uninteressiert im Stall, als würde sich zwischen ihnen eine unsichtbare Wand aus Eis befinden. Bibi und Tina beenden die Pferdepflege schnell und zeigen den beiden danach Scheune und Kuhstall. Das sind unsere Kühe. Katja, das Kälbchen Käthe und der Bulle Carlo. Der Ziegenbock hier heißt Hoheit. Der macht ziemlich viel Quatsch. Stimmt's, mein Lieber? Hex doch mal was Lustiges, Bibi. Sonst sagen die heute gar nichts mehr. Und deine Mutter? Die muss ja nicht alles erfahren. Na gut. Wollt ihr beide mal was total Verrücktes sehen? Ene mene Mut, Hoheit trägt einen Hut. Ene mene Pfützen und die Kühe Mützen. Hex, Hex! Und? Seltsamer Trick. Kinderkram. Okay, Bibi, das bringt doch nichts. Ene mene Glück, Hexerei zurück. Hex, Hex! Also, ich muss euch jetzt mal was sagen, ihr zwei. Wir sind nicht ihr zwei. Wir haben nichts miteinander zu tun. Ja, schon klar. Ihr mögt euch nicht. Okay. Aber vielleicht seid ihr wenigstens zu uns normal. Wir müssen die nächste Zeit miteinander auskommen. Ob ihr das wollt oder nicht. Wen haben wir denn da? Na, bist du auch mal wieder zu Besuch? Gehört der auch auf den Martinshof? Ach, der Kater interessiert dich also. Er ist aus Falkenstein. Ein Streuner, der manchmal bis zu uns kommt. Magst du ihn streicheln? Er ist ganz zutraulich. Ja, gern. Oder... weiß nicht. Er mag dich. Nur zu. Lieber nicht. Tja, da läuft er. Hat wohl eine Maus entdeckt.
Und futsch ist der Kater. Was? Du bist echt gemein, Luise. So typisch. Anna-Marie, wo rennst du hin? Ich will wieder nach Hause. Was war das denn jetzt? Nur weil der rot getigerte Kater wegläuft, fängt Anna-Marie an zu weinen? Richtig große Tränen rollen ihr die Wangen hinunter. Sie rennt schnurstracks ins Haus, in Frau Martins Büro. Tinas Mutter macht dort gerade die wöchentliche Abrechnung. Tierfutter? Alles eingetragen. Laufende Kosten, Haushalt und jetzt noch den extra Posten Reparaturtraktor. Frau Martin, ich will nach Hause, sofort. Wie bitte? Du weinst ja. Was ist passiert? Diese gemeine Kuh, so typisch.